Und wenn wir jetzt über die Frage sprechen, wie sollen eigentlich Unternehmenshilfen gestaltet sein, dann wird man zwei Dinge sofort festhalten wollen, nämlich, dass erstens Unternehmenshilfen diesen interruptiven Charakter der Krise adressieren müssen, also diesen vorübergehenden Einbruch von wirtschaftlicher Aktivität, aber sie sollen den langfristigen Strukturwandel nicht aufhalten. Gleichzeitig aber wollen wir, dass die kurzfristigen Unterbrechungen nicht dazu führen, dass aus Pleiten zum Beispiel langfristige Schäden hervorgehen. Wenn nämlich in der Krise eigentlich gesunde Wirtschaftsstrukturen sozusagen aufgrund der Aufzehrung von Eigenkapital zum Beispiel aus dem Markt fallen. Wo glauben wir, dass wir zurückkommen nach der Krise? Nicht sozusagen zwingend auf das Vorkrisenniveau in jeder Branche, sondern dorthin, wo der Trend uns bringt. Und das ist natürlich unterschiedlich. Der Einzelhandel wird nicht mehr zurückkommen, wo er war. Der Städtetourismus wahrscheinlich auch nicht. Und andere Branchen kommen auf einen höheren Trend vielleicht, wenn sie schon vor der Krise eher auf einer Wachstumsdynamik waren. Das Gute ist, dass diese Instrumente zusammenlaufen. Das sind, wie wir sagen, harmonisch. Deswegen brauchen wir nicht eigene Instrumente für die Stabilisierung und dann wieder andere für die Verteilungs- oder Allokationspolitik. Das ist das Gute in einer interruptiven Krise. Das ist in anderen Krisen anders. Das muss man verstehen, bevor man sozusagen zum Geld ausgeben anfängt. Weil sie gebraucht wird zu einem Zeitpunkt, wo die entsprechende Information noch gar nicht da ist. Das macht's schwierig. Deswegen brauchen wir Kriterien, ja, für ein Instrument, die eben diesen Problemen nicht unterliegen. Das heißt, es soll erstens zielgenau sein, es soll selbstdosierend sein, in dem Sinne, dass es so stark hilft wie notwendig und nicht mehr und nicht weniger. Und vor allem muss es, wenn die Krise beginnt, schon da sein und zwar in einer vernünftigen Art und Weise schon zur Verfügung stehen, ohne dass man zigfach nachbessern muss. Wir schlagen vor, dass man am Betriebsüberschuss anknüpft. Der Betriebsüberschuss, der kommt aus der VGR, aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und hat sein Pendant ungefähr beim EBIT, beim operativen Ergebnis aus dem betrieblichen Rechnungswesen. Also es ist ein Erfolgskriterium, das wir hier anwenden wollen und nicht eine Umsatzstatistik oder die arbiträre Kostenstruktur eines Unternehmens. Verhindern zum Beispiel, dass wir die Falschen füttern, das macht es ein bisschen billiger, die Zombies kriegen weniger, profitablen Unternehmen kriegen ein bisschen mehr, ja, aber das ist ja genau das, was wir wollen. Und wenn es hoffentlich sozusagen mehr Profitable als Unprofitable gibt, ja, dann ist das System ein bisschen teurer, aber wir haben dafür, sozusagen, was die Strukturpolitik angeht, bessere Ausgangslage dann für den Ausgang aus der Krise, weil wir sozusagen die richtigen Unternehmen erhalten haben und nicht die schon vor der Krise keinen Betriebsüberschuss erwirtschaftet haben. Die würden hier bei uns eher schlechter ausstellen. Es gab politisch keinen, der sich sozusagen angenommen hat. Mhm. Ja, kurioserweise, das wäre ja auch ein Thema gewesen für die Parteien, die sonst gerne sozusagen das Thema Ungerechtigkeit adressieren. Aber vielleicht ist es auch so, dass mit dem Kurzarbeitergeld sozusagen für die Arbeitnehmer ein System da ist, das eigentlich ganz gut ist. Da kann man auch das ein oder andere kritisieren natürlich. Aber das ist ein akzeptables Instrument. Und wir reden jetzt über Ungleichbehandlung unterhalb von oder zwischen Unternehmerinnen und Unternehmern. Mhm. Und das ist halt eine Klientel, sage ich mal, in Deutschland, die ziemlich sozusagen alleingelassen wird. Es wäre sehr wichtig, wenn das Jahr 2020 abgerechnet wird, wenn die Steuererklärungen gemacht werden von den Unternehmerinnen und Unternehmen, wenn wir dann dort abrechnen nach einem vernünftigen, einheitlichen Schema. Erwarte, jedenfalls in Deutschland sind die Anzeichen schon sehr stark, da passiert das schon, eine Riesenklagewelle. Das werden sich die Leute nicht gefallen lassen. Nicht? Also der Fitnessstudio-Betreiber, der mehr bekommen hat als der andere, obwohl der nur in der Finanzierungsform die Unterschiede besteht, der wird vor Gericht ziehen und die Chancen, dass er Recht bekommt, sind gar nicht klein. Deswegen wäre es gut, wenn man ex post sozusagen ein Instrument hat, mit dem man das Jahr 2020 wieder ins Lot bringen kann, nachdem man so viel sozusagen Wirrwarr und Unordnung geschaffen hat.